meinem Pyro-Kanal. Einige von euch werden es bestimmt schon mitbekommen haben, die kleine Kooperation mit Pyrolover. Die Klasse 1 Woche von montags bis freitags diese Woche. Nur Klasse 1 Artikel auf unseren beiden Kanälen. Ja, und den Link zu seinem Kanal werde ich unten in die Videobeschreibung reinsetzen. Und heute gibt es auf meinem Kanal, wie man sehen kann, einen kleinen Star-Kids-Vergleich. Ja, hier haben wir einmal die Star-Kids von Feistel. Und hier die Star-Kids von Weko. Wobei die Weko Star-Kids scheinbar etwas moderner gehalten sind. Die hier eventuell auch schon ein bisschen älter. Schauen wir uns das hier mal eben ein bisschen genauer an. Ja, wie gesagt, Klasse 1. Ist angegeben als Fontaine. Hersteller ist CNP, Piepenbruck Pyrotechnik, hat es importiert. Ja, Weko, was kann man da so entnehmen? Bunter Knatterfontaine, Hersteller BE, Importeur Weko, ja, NEM 29,9 Gramm. Dann schauen wir da mal rein. Ah, das sind die Feistel. Generell ein bisschen schmutziger, aber ich denke mal, das bleibt bei dem Alter dieser kleinen Fontänen nicht aus. Der Inhalt ist 10 Stück. Die Weko schon deutlich sauberer. Inhalt ebenfalls 10 Stück. Allerdings haben sie hier nichts auf dem Fontaine. Wenn wir uns die mal so im Vergleich anschauen, fällt auf, dass die Feistel wesentlich kleiner sind. Aber wir lassen uns einfach mal überraschen. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Wir starten mit den Feistel in Lila. Die Bengalflamme, ich weiß nicht, ob man es jetzt so gut gesehen hat, aber die war sehr schön. Weiter geht's mit dem Weko in Blau. Na, nicht so hoher Auswurf. Die Bengalflamme ist allerdings ein bisschen intensiver und da ist mehr Crackling dabei. Nochmal ein vom Feistel. Ja, sehr schön. Die vom Feistel gefallen mir richtig gut. Und noch ein von Weko. Jo. Also, kleines Fazit. Es sind beide Star-Kits von Weko und von Feistel echt top. Die hier bestehen überwiegend aus einer Bengalflamme, haben aber auch mehr Crackling. Diese hier brennen komplett ab, haben eine höhere Flamme. Aber das Bengal-Licht ist trotzdem recht schön und gut erkennbar. Ja, weil sie preislich ungefähr nah beieinander liegen. Ist es eigentlich egal, welche ihr euch kauft. Ich würde mir beide mal kaufen. Ich finde beide eigentlich recht schön. Hier ist zwar mehr Crackling dabei. Dafür hat die hier die höhere Flamme. Also von daher. Dann verabschiede ich mich von euch für heute. Ja, schaut auch bei Pyrolover eben vorbei. Guckt euch das Video an. Und dann sehen wir uns morgen im nächsten Video.